Jo Leute, was geht auf jeden Fall? Hier sind wir wieder in der Leipziger City, man. Ganz easy. Heute mal ein Live-Projektchen von der Straße zu einem Musikvideo von einem Kumpel. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an der Stelle an Ratifo, man. Auf jeden Fall, wenn du das siehst, Digga. Ja, man. Ich will einfach den Kumpel ein bisschen pushen so damit. Und ja, gehen wir mal auf die Straße und fragen mal ein paar Leute, so, wie das Musikvideo finden, ne? Peace, Alter. Was geht? Auf jeden Fall, wir haben jetzt die ersten Daten im Start. Und auf jeden Fall. Was ist deine Musik? Das machst du? Also, was findest du für Musik? Sehr unterschiedlich, also hauptsächlich eher so Techno und Hip-Hop. Okay, ja. Nice. Also, und heute geht es halt um Musikvideo so. Nigga, wer zum Gangster in der Nacht? Ticke meine Packs auch in der Stadt. Grüße meine Brüder in der 108. 06128. Mein Bruder hat es schwer in der Haft. Halt noch durch, du hast es bald geschafft. GBF, die Gang, wir werden anerkannt. Denn ich komm aus dem Block mit Nummer 21 und die Penner auf der Mauer sind. Ja, ich würde das sagen, das reicht wieder. Und was findest du, also wie fandest du so musiktechnisch her oder webtechnisch? Also ich fand, dass das halt totaler Trap jetzt, was total in ist. Also auch sehr gut gemacht, so was man auch, sag ich mal, von den amerikanischen Trap-Leuten gesehen hat. Also ja. Definitiv gut, also jedenfalls ja. Potenzial, ist ja gerade total im Trend. Auch vom Beat hat mir gut gefallen, auch vom Style und vom Videoclip. Also vom Flow so, ja. Ja, vom Flow. Also jedenfalls kann man da gut abgehen, so, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja, ist halt, ja. Und was denkst du, wie hat sich also so Deutschpop allgemein so in den letzten Jahren entwickelt, so, fandst du? Extrem. Ja. Also ich meine, ich habe auch letztens, haben wir uns unterhalten und ich meine so vor 25, 30 Jahren so war so Fanta 4, so fettes Brot, Sammy Deluxe und die sind ja total weg vom Fenster. Jetzt ist ja nur so Trap, also halt so wie Nemo und so sind ja bekannt oder hier auch Tretmann und so, die sind ja jetzt total im Kommen, was ja sich ja eigentlich für den ursprünglichen Hip-Hop ja abhebt mittlerweile und mehr in, in die Trap-Richtung halt geht und auch die Inhalte haben sich auch verändert. Früher ging es ja viel mehr um Straße und keine Ahnung, jetzt geht es ja um was für Designer-Klamotten, so Monica Bellucci und sowas drin. Ja, also und wen hast du auf dem Schirm, wenn ich mal fragen darf? Also jetzt so gerade. Also so aktuell, ich mag Tretmann total sehr. Ich mag auch natürlich Nemo so. Standard viel. Ja, ja, klar, die ganzen Standard-Deutsch-Rapper, aber ich weiß auch nicht, wie heißt der. Ich glaube, der ist Reezy oder so heißt er. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wen meinst du? Ja, das, also der ist auch so ein No-Name eigentlich, aber. Okay. Jedenfalls so die ganzen Standard-Leute. Ja, also ich. Was sagt ihr so, also er, wie hat der gefallen so? Also das, der wohnt jetzt Halle so, der macht das. Also ich fand jetzt, er hatte schon so diesen leichten Rap-Stil gehabt. Also ich würde den definitiv mir auch anhören, so wenn er so mehr Sachen rausbringen würde. Ja. Definitiv. Jetzt war jetzt also sein erstes Musikvideo, das hat er so ungefähr. Definitiv fand ich es sehr gut gemacht. Also dafür, dass es das erste war, klar. Es ist halt anders als jetzt so Nemo oder so seine Videos, aber die haben natürlich viel mehr Kohle, aber dafür das ist halt echt gut gemacht. Also okay. Kann man nicht kritisieren. Dann bedanke ich mich für deine Meinung und ja, auf jeden Fall, das war's, wir sind raus. Jo, es geht hier, zweite Kandidaten am Start, dieses. Wie heißt das mal? Anna. Okay, nice. Und ich frage schon mal voraus, was ist denn so dein Musikgeschmack? Oh je, kann ich gar nicht so genau sagen. Alles irgendwie. Alles irgendwie so Hip-Hop, dies, das, R&B oder amerikanischen Rap so. So alles irgendwie. Ja. Auch Deutschrap? Ja. Okay, gut. Weil ich zeige dir gleich ein Deutschrap-Musikvideo von einem Bro, der wohnt aus Halle, ein Kumpel von mir. Und und wen hast du so auf dem Schirm, so aktuell? Also Deutschrap-mäßig? Oh Gott. Ich kenne mich da auch gar nicht so aus, wie die alle heißen. Keine Ahnung. Gut. Okay, gut. Na gut. Und die Penner auf der Mauer sind. Ich komm aus dem Block, wo Niggas trappen und ständig nur auf der Lauer sind. Ich komm aus dem Block, alles ist kalt, denn jetzt wird nur die Gewalt. Ey, ich komm aus dem Block, Niggas knallt, egal ob jung oder alt. Ey, ich komm aus dem Block und lass mir nichts sagen und jeder von euch wird versagen. Ihr wollt es nicht wagen und traut ihr euch doch, ja, dann gibt es paar Schüsse in den Magen. Dann kommen die Fragen, ist was los, handel nur so in der Not. Ihr geht aus dem Brot, ich zücke die Tech und dann geht es dann direkt schon los. Ich bin nicht wie ihr und ihr nicht wie wir, wir haben die Airbus poliert. Ey, bin auf der Street und ticke mein Weed, im Mittelfinger für Police. Ey, nie ohne mein Team, wir machen es real. Wir haben die Scheiße verdient, ey. Ja, guck, wir haben die Scheiße verdient, denn 06128. Nigga, wer zum Gangster in der Nacht? Kicke meine Packs auch in der Dio, also
das war's jetzt erstmal. Was denkst du, wie fandst du musiktechnisch her und vom Musikvideo her, Webtechnik, Flow? Nö, klang alles gut. Also ja, auch Video war cool. Video und so, okay. Ja. Und vom Flow, was sagst du so? Also war was Kritisches oder? Nö, die Stimme klang auch schön. Ja. Okay, gut, nice. Na gut, das war's auf jeden Fall mit der Meinung. Danke für deine Meinung. Bitteschön. Und ja, wir sind raus. Jo, was geht dir? Auf jeden Fall, komm mit, Leute. Wir suchen jetzt mal ein paar Weiber hier. Ey, Mädels, sorry. Kurze Frage. Darf ich euch mal fragen, kurze Umfrage, was ist euer Musikgeschmack? Alles klar, Mann. Nicht? Okay, dann ciao, ciao, ne? Wir sehen uns noch. Schönen Tag. Leute, auf jeden Fall Absage, gibt's Bescheid, Mann. Auf geht's weiter. Was geht auf jeden Fall nächste Kandidaten am Start? Wie heißt du erstmal? Hanna. Okay, und heute geht es halt um ein Musikvideo. Und was ist eigentlich dein Musikgeschmack? Wen hast du so auf dem Schirm, jetzt sage ich mal, oder allgemein, was hörst du so? Also absolute Lieblingsband sind Imagine Dragons. Und ansonsten höre ich so ein bisschen was in jede Richtung. Bisschen Rock, bisschen Alternative, bisschen Indie. Okay. Genau, also was mir einfach so gefällt. Auch Hip-Hop so? Also wenig. So weniger. Eher so Oldschool-Hip-Hop. Okay, gut, nice. Na okay, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall was Freshes. So das von einem Kumpel und ja. Wir werden anerkannt. Denn ich komme aus dem Block mit Nummer 21 und die Penner auf der Mauer sind. Ich komme aus dem Block, wo Niggas trappen und ständig nur auf der Lauer sind. Ich komme aus dem Block, alles ist kalt, denn jetzt wird nur die Gewalt. Ey, ich komme aus dem Block, Nigga ist knallt, egal ob jung oder alt. Ey, ich komme aus dem Block und lass mir nichts sagen und jeder von euch wird versagen. Ihr wollt es nicht wagen und traut ihr euch doch, ja, dann gibt es paar Schüsse in den Magen. Dann kommen die Fragen, Sito, was los? Handel nur so in der Not. Ihr geht es im Brot, ich zücke die Tech und dann geht es dann direkt schon los. Ich bin nicht wie ihr und ihr nicht wie wir haben die Airbus poliert. Ey, bin auf der Street und ticke mein Weed und mit den Fingern für Police. Ey, nie ohne mein Team, wir machen es. Wie fandest du, also sag erstmal so Feedback, Musikvideo-technisch, Web-technisch, wie fandest du so? Obwohl ich das ganz am Geschmack habe, fand ich es richtig cool gemacht. Also total angenehm von dem Mix her, ja, von der Lautstärke. Und auch von der Qualität her richtig hochwertig. Also ja, wenn ich mehr die Musik hören würde, dann würde mir das auf jeden Fall gefallen. Also würdest du auch so, denkst du so privat anhören, so mal im Auto, ja, oder so, ganz schön. Ja, ja. Okay, danke, dann auf jeden Fall für deine Meinung, ne? Bitteschön. Und ja, wir sehen uns, ne? Jo, auf jeden Fall, jetzt haben wir den nächsten Kandidaten am Start. Wie heißt du erstmal? Marco. Marco, okay, nice. Was hörst du für Musik so? Was ist dein Musikgeschmack so? Hip-Hop, R&B. Hip-Hop, ja. Und wen hast du? Also, Deutschrap hörst du auch, ja, ne? Ja, doch. Momentan viel Raff, viel Bones. Ja, also, hier hast du auf dem Schirm so Raff, ja, Bones. Ja. Okay, nice, nice. Auf jeden Fall zeig ich dir, was Freshes du von einem Kumpel aus Halle so, weißt du? Und ja, man. Nigga, wer zum Gangster in der Nacht? Ticke meine Packs auch in der Stadt. Grüße meine Brüder in der 108. 06128. Mein Bruder hat es schwer in der Haft. Halt noch durch, du hast es bald geschafft. TBF, die Gang, wir werden anerkannt. Denn ich komm aus dem Block mit Nummer 21 und die Penner auf der Mauer sind. Ich komm aus dem Block, wo Niggas trappen und ständig nur auf der Lauer sind. Ich komm aus dem Block, alles ist kalt, denn jetzt wird nur die Gewalt. Ey, ich komm aus dem Block, Nigga ist knallt, egal ob jung oder alt. Ey, ich komm aus dem Block und lass mir nichts sagen und jeder von euch wird versagen. Jo, Digga, also wie fandest du auf jeden Fall so webtechnisch her, Flow und Musikvideo? Also die Hook ist richtig gut. Ja. Der Rap war jetzt nicht ganz meins, aber die Hook war richtig nice. Okay, also würdest du das auch vielleicht mal privat so anhören oder? Also die Hook auf jeden Fall. Ja. Also der wo gesungen hat, ist richtig gut, gefällt mir sehr gut. Ja, der Rap war jetzt nicht ganz meins. Also du meinst jetzt der Text jetzt so, ne? Ja, aber die Hook war mehr, also von der Melodie her, vom Text her richtig gut. Okay, nice, dann Digga, danke schön auf jeden Fall für deine Meinung, ne? Und einen schönen Tag noch, ne? Ja, jo, Digga, auf jeden Fall, das war ein geiles Projekt, würde ich mal sagen, ne? Und da war schon mal Outro in, Motherfucker. Und ja. Was geht heute auf jeden Fall? Das waren die Live-Ritschen von meinem. Waren auf jeden Fall geile Ritschen dabei, Leute. Auf jeden Fall, checkt das Video, lasst ein Like da, Abo, Mann. Und ja, ich bin raus an der Stelle und wir sehen uns vielleicht die Tage wieder, Alter. Peace.